Gift gilt schon seit jeher als sauberste Art, jemanden umzubringen. Es ist als Mordwaffe nur schwer nachzuweisen. Und der Umgang mit Gift ist auch noch denkbar einfach. Taugt es deswegen für den perfekten Mord? Symptome einer Vergiftung können denen schwerer Krankheiten ähneln. Der Verdacht fällt nicht so schnell auf Mord. Doch um die moderne Rechtsmedizin hinters Licht zu führen, muss man sehr raffiniert vorgehen. Allerdings tauchen immer wieder neue chemische Substanzen auf, die zunächst schwer zu ermitteln und nachzuweisen sind. Hat jemand eine tödliche Dosis eines exotischen Giftes erhalten, greifen unsere Routineprüfungen nicht. Manchmal müssen wir viel Detektivarbeit leisten und sehr raffinierte Wirkstoffanalysen machen, um festzustellen, welche Substanzen sich im Körper eines Opfers befinden. Drei historische Fälle. Das Attentat auf den bulgarischen Dissidenten Georgi Markov mit einer Waffe, die aus einem Spionageroman stammen könnte. Der Londoner Arzt Dr. Crippen vergiftete seine Frau und wollte fliehen. Ein Fall, der mit Hilfe der Chemie gelöst werden konnte. Der politische Mord an Regimekritiker Alexander Litwinenko mit einem Gift, das eine radioaktive Spur quer durch London zog. Seit Jahrhunderten wird Gift benutzt, um Menschen zu töten oder hinzurichten und um Ärzte und Ermittler bei Verbrechen hinters Licht zu führen. Doch seit die moderne Medizin in der Lage ist, kleinste Spuren eines Giftes nachzuweisen, bleiben solche Morde nicht mehr unentdeckt. Dem Verbrechen auf der Spur. Spektakuläre Kriminalfälle der Geschichte. Gelöst mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Die Toxikologie befasst sich mit den gesundheitsschädlichen Auswirkungen chemischer Substanzen, besonders von Giftstoffen, auf Lebewesen. Toxikologische Spezialisten spüren Gifte auf und beschäftigen sich mit der Behandlung von Vergiftungen. Im weitesten Sinn ist forensische Toxikologie die Analyse von Gewebe und manchmal Lebensmittelproben mit dem Ziel, Medikamente, Drogen und Gifte zu finden. Aber sie beschäftigt sich auch mit den Auswirkungen bestimmter Substanzen auf das menschliche Verhalten. Heutzutage werden ständig neue chemische Substanzen entwickelt und Toxikologen arbeiten eng mit Rechtsmedizinern zusammen, etwa bei der Obduktion von Opfern eines Giftmordes. Wir assistieren Leichenbeschauern und Rechtsmedizinern bei der Suche nach den Todesursachen, wenn Drogen oder Gifte im Spiel sind. Wir ermitteln bei Vergiftungsfällen und Verbrechen, bei denen das Opfer unter Drogen gesetzt wurde, etwa durch ein heimlich präpariertes Getränk. Entscheidend dabei, um welche Substanz handelt es sich und wie hoch war die Dosis. Keine Autopsie ist komplett ohne toxikologischen Bericht. Wir suchen nach Medikamenten und illegalen Drogen, die vielleicht in einer Überdosis verabreicht wurden. Bei einem Drogentest wird eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen, um zu bestimmen, welche Substanzen im Körper vorhanden sind und auch wie viel davon. Gift als Mordwaffe spielt häufig eine Rolle bei politischen Attentaten. Zu allen Zeiten verwendeten es Diktatoren und Politiker, die mit Gewalt an der Macht bleiben oder Regimekritiker ausschalten wollten. In den früheren Ostblockstaaten hatte die Geheimpolizei den Ruf, vor Giftmorden nicht zurückzuschrecken. Die Sowjetunion stellte Feinden auch im Ausland nach. Gift verschleiert die Todesursache. Oft ist es ein sehr schmerzhafter Tod. Für einen Giftmord braucht der Täter keine körperliche Kraft und zurück bleibt ein sauberer Tatort. Das passt zur geheimen Welt der Spionage. Ein Attentat richtet sich nicht nur gegen das Opfer. Man will auch Angst verbreiten, etwa unter den sowjetischen Emigranten im Ausland. Alle sollen wissen, dass man sie jederzeit kriegen kann, wenn sie das Sowjetregime weiter kritisieren. Am 7. September 1978 parkte der bulgarische Schriftsteller, Rundfunksprecher und Dissident Georgi Markov sein Auto auf der Südseite der Londoner Waterloo-Brücke.
Er ging die Treppen hoch zur Straße. Dort wollte er den Bus zum BBC-Radiobüro auf der anderen Seite der Themse nehmen. Als er sich der Bushaltestelle näherte, spürte Markov einen Stich hinten an seinem Bein. Er drehte sich um und sah, dass er von einem Regenschirm getroffen worden war. Der Besitzer des Schirms, von dem keine vollständige Beschreibung existiert, entschuldigte sich, stieg in ein Taxi und verschwand. Markovs Bein schmerzte, aber er ging trotzdem zur Arbeit. Später am Nachmittag klagte Markov, er fühle sich krank und gehe nach Hause. Er bekam hohes Fieber. Sein Zustand verschlechterte sich rasant und seine besorgte Frau Anna rief den Notarzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte seine Beschwerden für Symptome einer Blutvergiftung hielten. Markovs Temperatur und sein Blutdruck sanken, doch sein Puls lag bei 160. Die Zahl seiner weißen Blutkörperchen stieg auf das Dreifache des normalen Werts. Die Ärzte diagnostizierten eine Sepsis und verschrieben eine hohe Dosis Antibiotika. Als ich zu Georgi kam, lag er im Sterben. Ich konnte es sehen. Und ich weiß, dass man Sterbende manchmal zurückholen kann, wenn sie wirklich leben wollen. Und er wollte leben. Er wollte nicht sterben. Doch Markov sprach auf keine Behandlung an und die Ärzte mussten hilflos zusehen, wie ihn die Kräfte verließen. Ich sagte zu ihm, du musst kämpfen für Sascha und mich. Und er sagte ja. Dann sah ich, wie die Lebenszeichen auf dem Monitor immer schwächer wurden. Ich rannte aus dem Zimmer, um Hilfe zu holen. Und kurze Zeit später starb er. Das plötzliche Auftreten und der heftige Verlauf von Markovs Krankheit waren ungewöhnlich. Dies und seine seltsame Begegnung an der Waterloo-Brücke ließ die Rechtsmediziner aufhorchen. Was sie entdeckten, schien direkt aus einem James-Bond-Film zu stammen. Auf der Röntgenaufnahme von Markovs Bein war an der Stelle, wo man ihn mit dem Schirm gestochen hatte, ein kreisrunder, entzündeter Bereich sichtbar. Markovs Leiche wurde obduziert und man fand eine winzige, 2 mm große Kugel im Bein. Wie sie dorthin kam, war ein Rätsel. Man fand den Einstich hinten am Bein, aber was hatte er mit dem Kügelchen zu tun? Die winzige Kugel wurde zusammen mit Gewebeproben ins Biowaffenabwehrlabor geschickt. Und dort fand man schließlich die Erklärung für Markovs geheimnisvolle Krankheit. Eine genaue Untersuchung der Haut im Umkreis des Einstichs ergab, die Kugel enthielt ein seltenes, hochgefährliches Gift namens Rizin, ein Protein der Rizinusstaude. Rizin ist in kleinsten Mengen tödlich, gefährlicher als das Gift der Kobra. Und damals gab es kein Gegenmittel. Ein paar Gramm davon können tausende Menschen töten. Man benötigt nur eine äußerst geringe Dosis, um eine tödliche Wirkung zu erzielen. Und Markovs Symptome schienen zu passen. Einer der führenden britischen Experten für Gifte und chemische Kampfstoffe leitete die Untersuchung. Die tödliche Dosis für Mensch und Tier liegt, soweit wir wissen, bei einer Größenordnung von einem Mikrogramm. Es ist schwierig, das für Laien verständlich auszudrücken. Das ist etwa ein Tausendstel einer Prise Salz, und zwar pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Mensch wiegt ungefähr 70 Kilogramm, also ist bereits eine sehr winzige Prise für einen Menschen tödlich. Rizin hindert die Zellen an der Produktion lebenswichtiger Eiweiße, sodass sie absterben. Starke innere Blutungen und multiples Organversagen führen zum Tod. Die Kugel, die nur einen Durchmesser von 1,52 mm aufwies, wurde dann auch im Polizeilabor untersucht. Die Kugel besaß zwei Hohlräume, die rechtwinklig zueinander liefen. Das zu bohren muss sehr schwierig gewesen sein bei so einem winzigen Objekt aus Platin und Iridium, zwei Metallen, die nicht rosten. Eines der Löcher war leer, das andere mit verkrustetem Gewebe verstopft. Die Kugel war offenbar extra dafür angefertigt, eine winzige Menge Gift zu transportieren, bis zu 2 Milligramm.
Sie war so klein, sie wäre vielleicht nie gefunden worden. Sie brachte das Rizin effizient an Ort und Stelle. Das war erfunden worden, um jemanden zu töten. Die Ermittlungsergebnisse brachten die Spezialisten für innere Sicherheit und den Geheimdienst MI5 auf den Plan. Denn alles deutete auf ein politisches Attentat auf britischem Boden hin. Doch wer hatte so einen kaltblütigen Mord in Auftrag gegeben? Auf Markovs Beisetzung mischten sich Geheimagenten unter die Trauernden, in der Hoffnung, Hinweise auf die Täter zu bekommen. Antiterror-Spezialisten durchsuchten Markovs Büro bei der BBC. Dort wurde offensichtlich, warum Markov Ziel eines solchen Angriffs war. In Bulgarien war Markov ein bekannter Schriftsteller und Dramatiker. Sein Ruhm gewährte ihm zwar Wohlstand, aber er war dem Regime gegenüber kritisch eingestellt und setzte sich 1969 in den Westen ab. Ich habe versucht, Kompromisse einzugehen, aber es wurde zu viel. Die ganze Atmosphäre war mir zuwider. In England fand Markov Arbeit bei der BBC und er wirkte bei Radio Freies Europa mit, einem Sender, der Hörer in kommunistischen Ländern mit Nachrichten aus dem Westen versorgte. Er sprach über Themen, die in Bulgarien sozusagen tabu waren. Dinge, über die das Regime schwieg, die die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte. Markovs Berichte wandten sich häufig gegen Bulgariens Diktator. Todor Schivkov hatte das Land eisern im Griff. Ich spüre eine Notwendigkeit, gegen jegliche Autorität zu rebellieren. Wenn man will, dass ich etwas hasse, eine bestimmte Musik oder Sache, muss man mir nur sagen, dass die Behörden es uns aufzwingen wollen. Dann werde ich es nie akzeptieren. In seinen Beiträgen machte Markov auf den luxuriösen Lebensstil der bulgarischen Parteielite aufmerksam, während die Normalbürger Not litten. Bei der bulgarischen Bevölkerung kam Markovs Spott gut an, aber den Führern des Landes war er ein Dorn im Auge. Trotz vieler Warnungen und Drohungen kritisierte Markov die Machthaber unbeirrt weiter. Im Sommer 1977 schließlich wollte Schivkov den Staatsfeind beseitigen. Der Killerauftrag ging an die bulgarische Staatssicherheit, Darshavna Sigurnost. Deren damaliger Leiter war General Wladimir Todorov. Die Behörde hatte enge Beziehungen zum russischen Geheimdienst KGB. Der britische Geheimdienst kannte die Bulgaren als Handlanger des KGB. Sie waren nicht besonders rücksichtsvoll und wurden gerufen, wenn Körpereinsatz gefordert war. Sie führten keine komplexen Geheimdienstoperationen durch, aber eines konnten sie gut: Attentate verüben. Bereits zweimal hatte man versucht, Markov zu töten. Das Regenschirmattentat vom 7. September 1978 in London war der dritte Anlauf. Und ein fragwürdiges Geschenk für den bulgarischen Diktator Schivkov, der an diesem Tag Geburtstag feierte. Ex-Agent Nikolai Chochlow wurde vom KGB ausgebildet und kennt sich aus mit Geheimdienstoperationen. Um jemanden in England zu töten, benötigte man die Zustimmung von ganz oben. Zwei oder drei Operationen dieser Art, dafür bedurfte es Besprechungen mit den höchsten Stellen, deren Billigung und Rückendeckung. Die Nachricht von dem heimtückischen Attentat auf Markov war schnell in den Schlagzeilen. Bulgarische Diplomaten in London leugneten jegliche Verbindung ihres Landes mit dem Vorfall. Sie wiesen Behauptungen, ihre Geheimpolizei sei dafür verantwortlich, als absurd zurück. Doch es gab auch andere Stimmen. In diesem Fall war die Technik erstaunlich raffiniert. Das bedeutet, dass die Geheimdienstoffiziere, die diese Operation planten, jemandem auf höchster Ebene einen Gefallen tun wollten.
Der Mord an einem Dissidenten im Ausland hat eine große Auswirkung. Und kein Geheimdienst der Welt würde ihn ohne Genehmigung der politischen Führer unternehmen. Der Befehl, Markow zu töten, muss von ganz oben gekommen sein, vom bulgarischen Präsidenten Schiwkow. Die Wahrheit kam aber erst mehr als ein Jahrzehnt später ans Licht. 2 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Ostblocks waren auch in Bulgarien Ermittlungen im Regenschirmmord möglich. Für die Presse immer noch ein Top-Thema. Scotland Yard bestätigte heute, dass sich 2 Beamte der Antiterrordienststelle in Sofia befinden. Man hatte nicht mit so einer großen Kooperationsbereitschaft gerechnet. Könnte diese doch den früheren Führer des kommunistischen Bulgarien auf die Anklagebank bringen wegen Verschwörung zum Mord? Die neue Regierung Bulgariens beschuldigte Schiwkow, den Mord an Markow befohlen und weitere Attentate auf bulgarische Dissidenten zugelassen zu haben. Ich bin froh, dass der Fall endlich zum Abschluss kommt und die Personen, die dieses Verbrechen angeordnet und verübt haben, zur Verantwortung gezogen werden. 1992 wurde General Wladimir Todorov, der frühere Chef des bulgarischen Geheimdienstes, zu 16 Monaten Haft verurteilt, weil er Unterlagen zum Tod von Markow vernichtet hatte. Im Lauf der Geschichte konnten vermutlich viele Mörder ihre Giftcocktails verabreichen und ungestraft davonkommen. Wenn eine Person an Gift stirbt, ist der Nachweis manchmal sehr schwierig. Wurde die Substanz geschluckt, kann sie im Körper umgewandelt werden, so dass man nicht nur nach dieser Substanz suchen muss, sondern auch nach ihren Abbauprodukten. Stirbt die Person sehr schnell, kommt es jedoch kaum zu einem Stoffwechsel. Die Wahl des Giftes entscheidet, ob man den perfekten Mord begeht oder überführt wird. Die Spuren mancher Gifte können den Täter noch viele Jahre nach dem Verbrechen überführen. Heute können wir Leichen, die vor langer Zeit beerdigt wurden, exhumieren, vorhandenes Körpergewebe untersuchen und Spuren von Gift und bestimmten Drogen ausfindig machen. Doch die komplexe Chemie der Gifte macht es vor Gericht oft schwer, die relevanten Vorgänge zu verstehen. Bei einem Prozess ist die wichtigste Rolle eines Toxikologen, neben seinem Expertenwissen, dem Gericht und den Geschworenen zu erklären, was die Wissenschaft leisten kann und was nicht. Wir helfen den Beteiligten zu verstehen, wie die Wissenschaft arbeitet und was die Untersuchungsergebnisse bedeuten. Einer der ersten auf diesem Gebiet war der britische Rechtsmediziner Bernard Spilsbury. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Verurteilung des berüchtigten Arztes Dr. Crippen. Anfang Juli 1910 erschienen Kommissare von Scotland Yard im Haus von Hawley Harvey Cripp, einem amerikanischen Arzt, der in London arbeitete. Die Beamten erkundigten sich nach Crippens Frau Cora, einer Varieté-Künstlerin, die seit mehreren Monaten verschwunden war. Ihr Künstlername war Belle Elmore. Crippen war ein drittklassiger Arzt und sie eine drittklassige Schauspielerin. Was sie und Crippen für ein Verhältnis hatten, ist schwer zu sagen. Sie kamen nicht gut miteinander aus. Sie wurde immer fordernder. Aber er interessierte sich inzwischen mehr für seine Sekretärin. Die Polizei war von Coras Schauspielerfreunden alarmiert worden. Das Ehepaar Nash machte sich Sorgen, wo sie abgeblieben war. Crippen hatte ihnen erzählt, Cora sei nach Amerika zurückgegangen, um eine kranke Verwandte zu pflegen. Dort sei sie an einer Lungenentzündung gestorben. Ein paar Wochen später erschien Crippen mit seiner Sekretärin an seiner Seite auf Wohltätigkeitsbällen. Und sie trug Coras Schmuck und Pelze. Wenn Cora zurück nach Amerika gegangen war, wie Crippen behauptete, warum hatte sie ihre Sachen nicht mitgenommen? Coras Freunde wunderten sich, dass sie ohne ein Wort des Abschieds verreist sein sollte und wandten sich an Scotland Yard. Ein Inspektor, der sich nicht besonders für den Fall interessierte, notierte Coras Namen als Person, die vermisst war und ihren Ehemann verlassen hatte. Crippen sagte dem Beamten, er habe nichts zu verbergen und forderte ihn auf, sein Haus zu durchsuchen.
Er lebte dort inzwischen ganz offen mit seiner Sekretärin. Während Crippen vernommen wurde, änderte er seine Geschichte und sagte aus, Cora habe sich mit einem ihrer vielen Liebhaber nach Amerika abgesetzt. Den amerikanischen Freunden reichte das nicht und sie drängten den Inspektor, noch mal in das Haus zurückzukehren. 2 Tage später kam der Polizist wieder. Er hatte noch einige Fragen. Doch zu seiner Überraschung fand er das Haus des Arztes leer vor. Auch in seiner Praxis keine Spur von ihm. Der Polizist schöpfte Verdacht und ordnete eine Durchsuchung von Crippens Haus und Garten an. Ein kleiner Kohlenkeller wurde als letztes durchsucht. Als man ein paar Ziegelsteine vom Boden löste, erfüllte plötzlich ein ekelerregender Geruch die Luft. In einer flachen Grube unter einer Kalkschicht lag ein verwesender menschlicher Torso, eingewickelt in einen Schlafanzug. Daneben stieß die Polizei auf ein Haarbüschel und eine Haarspange. War es die Leiche von Cora Crippen? Da Kopf, Arme und Beine fehlten, konnte man sie nicht identifizieren. Scotland Yard stellte sofort einen Suchbefehl für den Arzt aus und bot 250 Pfund als Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme führen. Für die Presse ist es die perfekte Skandalstory. Der Arzt war nach dem ersten Besuch der Polizei offenbar in Panik geraten und wollte von Belgien aus mit dem Schiff nach Kanada fliehen. Doch der Polizeiinspektor ließ sich nicht so schnell entmutigen. Er holte sich Hilfe vom Kapitän des Schiffs. Der kannte die Geschichte aus der Presse und 2 seiner Passagiere kamen ihm verdächtig vor. Sie waren als John Philo Robinson und sein 16-jähriger Sohn gebucht, verhielten sich nach Beobachtung des Kapitäns aber wie ein Liebespaar. Der Kapitän nutzte die junge Erfindung der Telegrafie und schickte ein Telegramm an den Schiffsbesitzer. Der ermittelnde Polizeibeamte fuhr ihnen auf einem viel schnelleren Schiff nach. Es war tagelang die Titelgeschichte. Schafft Crippen es auf die andere Seite des Atlantiks, bevor ihn die Polizei einholen kann. Und tatsächlich, der Polizist traf einen Tag früher in Kanada ein und wartete auf Crippens Ankunft. Das flüchtige Paar wurde festgenommen und zurück nach London verfrachtet. Dort wurde es von einer großen Menschenmenge empfangen. Alle wollten den Kellermörder sehen. Crippen leugnete beharrlich, seine Frau getötet zu haben. Die Ermittler mussten beweisen, dass es Coras Leiche war, die im Keller gefunden wurde. Nun hing alles vom Können des bekannten Rechtsmediziners Bernard Spilsbury ab. Spilsbury hatte ein 25 x 12 cm großes Hautstück zur Verfügung. Darin befand sich eine Operationsnarbe. Zumindest hielt er es dafür. Er untersuchte das Gewebe unter dem Mikroskop und entdeckte Haarfollikel und Hautdrüsen, wie man sie nur in Operationsnarben findet. Er hatte keinen Zweifel daran, dass es sich um eine Narbe handelte, wie sie Cora Crippen am Unterleib besaß. Eine Freundin der Toten sagte, sie habe Cora eines Tages nackt gesehen. Die Narbe am Körper war ihr aufgefallen. Und in der Tat hatte man sie an den Eierstöcken operiert. Dabei bleibt eine Narbe wie diese zurück. Der Toxikologe und Berater des Innenministeriums Sir William Wilcox stellte die Todesursache fest. Der Beweis des Experten Dr. Wilcox war bemerkenswert, wenn man bedenkt, welche Mittel ihm damals zur Verfügung standen. Er vermutete, dass sich im Gewebe der Leiche Hyoscin angereichert hatte, ein giftiges Alkaloid, das man aus einer Pflanze gewinnen konnte. Toxikologe Wilcox gewann aus Geweberesten des Torsos eine gummiartige Substanz, die er dann auf Hyoscin überprüfte.
Träufelt man einen Tropfen dieser Substanz in das Auge einer Katze, erweitert sich die Pupille. Das ist charakteristisch für Hyoscine. Wilcox schätzte, dass sich in den Überresten, die er untersuchen konnte, 25 Milligramm davon befanden. Daraus errechnete er eine Gesamtmenge von 32 Milligramm im ganzen Körper. Und das wäre eine tödliche Dosis Hyoscine. Der Fall Crippen ist wegen der Jagd über den Atlantik eine beliebte Kriminalgeschichte. Wichtig ist er aber vor allem deshalb, weil es einer der ersten Fälle ist, in dem wissenschaftliche Beweise vor Gericht angeführt wurden, die auch die Geschworenen akzeptierten. Der Mordprozess begann im Oktober 1910. Das öffentliche Interesse an dem Fall war riesig und es gab einen nie dagewesenen Anlass.